Guten Tag, mein Name ist Jan Heider von CapTrader und ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Kurzvideo begrüßen. Das heutige Thema ist die Basiswährung und auch die Forex-Umwandlung. Und zwar gehen wir konkret einmal ein auf die Basiswährung. Was ist das? Die negativen Währungsbestände, wie können Sie diese ausgleichen und wie können Sie einen Währungswechsel, einen Forex-Wechsel letztendlich durchführen in der TWS. Nun, zunächst einmal ist die Frage, wie definiert sich die Basiswährung? Nun, die Basiswährung ist dazu da, um Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Transaktionen und Ihr Konto zu verschaffen. Die Basiswährung zeigt Ihnen also an, und zwar unabhängig, egal in welcher Währung Sie handeln, ja, zeigt Ihnen die Basiswährung immer an, welchen Wert all Ihre Transaktionen in Ihrer Basiswährung haben. Zwar gehe ich jetzt hier einmal links oben auf den Punkt Konto. Es öffnet sich das Kontofenster mit vielen Informationen, zum Beispiel hier oben Salden oder zum Handel verfügbar. All diese Informationen sind hier in US-Dollar abgetragen. Das heißt, die Basiswährung dieses Kontos hier ist eindeutig US-Dollar. Und wenn ich jetzt hier also eine Aktie in Euro zum Beispiel handeln würde, dann hätte ich im Kontoauszug eben auch immer den Anschaffungskurs in Euro, in US-Dollar, Verzeihung, in US-Dollar und eben auch die Wertigkeit immer angezeigt in US-Dollar, damit ich eben den Überblick besitze, wie viel ist das Ganze wert in meiner Basiswährung neben der Handelswährung. So, das ist also die Basiswährung ist also dafür da, um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, letztendlich. Außerdem ist es wichtig für die Steuer. Das heißt, wenn Sie also in Deutschland Steuerrechte oder steuerpflichtig sind, dann wäre es empfehlenswert, dass Sie hier eben eine Basiswährung Euro wählen, weil sie dann eben, egal ob sie im US-Dollar oder in anderen Währungen aktiv sind, eben immer die Einstandskurse vom selben Tag in Euro haben. Ja, also da gibt es dann immer einen Wechselkurs vom gleichen Tag in den Euro, sodass sie da immer die korrekten Werte haben. Das Kontofenster hier ist auch schon direkt der gute oder ein guter Einstieg in unser nächstes Thema. Und zwar, wie können negative Währungsbestände geschlossen werden? Ich habe jetzt hier einmal im Bereich Euro, also im Unterpunkt Marktwert realer FX-Saldo, im Bereich Euro für einen negativen Währungsbestand gesorgt mit den minus 20.000. Und jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten, diese auszugleichen. Die einfachste Variante ist hier schlichtweg einen Rechtsklick vorzunehmen und den Punkt Devisenposition schließen zu wählen. Sollten Sie mehr als eine Währung haben, in der Sie short sind bzw. in der Sie hinten sind, dann können Sie den Punkt wählen, alle Salden in anderen Währungen als der Basiswährung auflösen. Das heißt also konkret, in meinem Fall würden jetzt hier die kanadischen Dollar, Euro, japanische Yen aufgelöst werden unter diesem Punkt, also auch die positiven Bestände und allesamt in US-Dollar konvertiert werden. Das möchten wir jetzt hier also nicht vornehmen, sondern wir möchten schlichtweg die Devisenposition schließen. So, sobald Sie diesen Punkt angewählt haben, kommt in der Watchliste ein Trade auf. Es wird Ihnen eine Transaktion vorgeschlagen, die eben exakt die benötigte Menge hier, also die 20.000, 20k, ausgleicht, und zwar Market. Selbstverständlich können Sie gerne einfach in dieses Feld hier hineinklicken und zum Beispiel ein Limit angeben oder einen Stop, ganz wie Sie das möchten. Die korrekte Börse ist auch hier schon angegeben. Die beläuft sich auf FXConf. Das ist eben das Kürzel für Forex Conversion. Sollten Sie anstelle von einem Umtausch eine Währungsspekulation anstreben, dann wäre hier Ideal Pro die richtige Börse. Das heißt also, wenn Sie auf die Veränderung zwischen dem Euro und dem US-Dollar
spekulieren möchten, ja, dann wäre hier Ideal Pro Ihre Börse, Ihr korrektes Routing-Ziel. So für unsere Zwecke ist hier FXConf die korrekte Börse. Auf dem Punkt Ü können wir übermitteln und da sehen Sie eben auch schon im Handelsprotokoll, wir haben jetzt gerade SLD sold 20.000 Euro. Das heißt, die Euros sollten jetzt im Kontofenster, genau, die sind präzise jetzt auf Null gestellt. Ja, es gibt teilweise Restbeträge. Das heißt, wenn Sie einen Rechtsklick vornehmen und zum Beispiel sagen, Devisenposition schließen, dann kann es auch sein, dass hier kleine negative Restbestände sind von minus 1, minus 2 etc. Das sind dann die Wechselkursschwankungen, die dann noch reinspielen. Allerdings kann ich Sie auch da direkt beruhigen, denn diese Restbeträge, die werden ohne Aufpreis 1 bis 2 Börsentage später dann automatisch auf Null gestellt. Das heißt, dass Sie dann hier nicht noch einen negativen Restwert von 1 haben, sondern dass es eben automatisch nach einer gewissen Zeit auf Null gestellt wird mit dieser Funktion hier in der TWS. Gut, eine weitere Möglichkeit, diesen Währungsbestand zu schließen, die ergibt sich, indem ich hier zum Beispiel einmal diese Zeile rauslösche und manuell dieses Währungspaar Euro-US-Dollar suche. Und dann letztendlich wäre es hier der Punkt kaufen gewesen mit der Menge 20.000. Und so hätte man diesen negativen Eurobestand auch ausgleichen können. Okay, ganz grundsätzlich führe ich einen weiteren Trade gerne einmal durch in der TWS. Die Währungspaare, die können Sie immer suchen hier in der TWS. Es gibt immer nur einen, sozusagen einen Ticker pro Währungspaar, also hier zum Beispiel Euro Punkt US-Dollar. Das ist das korrekte Währungspaar. Wenn Sie das Ganze jetzt hier andersrum probieren mit USD.Euro, dann wird Ihnen das System sagen, dass es hier nicht fündig wird. Ja, also es gibt immer nur ein Währungspaar, an der Stelle Euro.US-Dollar. Und mit diesem können Sie auf der einen Seite kaufen, wenn Sie also die erstgenannte Währung Euro akquirieren möchten und US-Dollar verkaufen möchten. Indem Sie hier auf Verkaufen gehen, verkaufen Sie die erstgenannte Währung, also Euro, und kaufen im Gegenzug US-Dollar. Also es kommt hier tatsächlich immer auf die erstgenannte Währung an. Und da Sie eben mit diesem Währungspaar, mit Kaufen und Verkaufen, beide Aktionen sozusagen machen können, gibt es nicht extra noch ein zweites Währungspaar. Gut. Eine bessere Übersicht, vor allen Dingen, wenn Sie auf Währungsspekulationen zielen, bietet Ihnen der Forex Trader. Genau, der ist hier zu finden unter Trading Tools. Wenn Sie FX oder F eingeben, dann finden Sie direkt den FX Trader. Das steht für Forex Trader. Dieser kommt dann auf und zeigt Ihnen dann die Live-Kurse von verschiedenen Währungspaaren. Sie können das hier sehr gut sehen. Wenn ich hier auf diese Schaltfläche gehe, dann wird der Hintergrund blau. Wir sprechen hier also von einem Kauf. Und auf dieser Schaltfläche wird der Hintergrund rot. Wir sprechen hier also von einem Verkauf. Ja, wenn ich hier jetzt einfach mal einen Klick drauf mache, Euro-US-Dollar verkaufen, dann kommt hier eben die Zeile auf, Euro-US-Dollar verkaufen 20.000. Diese Menge lässt sich auch ganz bequem überschreiben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund 15.328 Euro umtauschen möchten, dann können Sie das genauso gerne tun. Der Ordertyp lässt sich hier natürlich einstellen. Sie können hier wiederum zwischen ganz vielen verschiedenen Ordertypen wählen. Voreingestellt war hier jetzt gerade Limit.
Und das Ganze können Sie natürlich dann hier einmal umstellen. Ich nehme jetzt einmal hier einen etwas höheren Kurs. Das Routing-Ziel ist hier auch schon korrekt eingestellt auf Ideal Pro. Das heißt also, hier gehen Sie tatsächlich die Währungsspekulation ein, während FX-Conf ausschließlich für die Währungsumwandlung steht. Mit dem Punkt Übermitteln wird diese Order dann scharf geschaltet und hier an der Stelle dann auch erreicht. Ich schließe währenddessen einmal hier den FX-Trader. Im Handelsprotokoll ist dann also zu sehen, es wurden 20.000 oder es wurden, Verzeihung, 13.328 Euro verkauft über die Börse Ideal Pro. Und das Ganze spiegelt sich zum einen wieder im Portfolio, wo diese Position dann hier mit minus 13.328 drinsteht. Und zum anderen können Sie das Ganze hier einsehen im Kontofenster. Und zwar unter FX Portfolio, virtuelle FX Position. Da steht dann auch die Währungsspekulation nochmal drin. Die lässt sich hier also mit einem Rechtsklick schließen. Dann letztendlich nullen, also Sie können die Position dann hier schließen. Oder aber Sie nutzen dazu letztendlich das Portfolio, indem Sie hier einen Rechtsklick machen und auch hier wieder auf Schließen drücken. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.